Hey Leute, ich bin's, MacPaperig. Ja, einige Apps möchte man vielleicht nicht sofort preisgeben auf seinem iPad oder iPhone. Daher zeige ich euch einmal, wie man die vom Homescreen verstecken kann oder auch komplett löschen kann, aber andersweitig noch öffnen kann. So, als erstes mache ich das mal mit dem Verschachteln. Diese TV-App, ja, die soll jetzt also nicht mehr auf den Homescreen sofort sichtbar sein. Ich kann jetzt mit einer anderen App verschachteln. Ich halte die einfach fest, ziehe die hier mal rüber und dann, ja, bildet sich hier ein neuer Ordner. Und wenn ich die jetzt hier weiterhin festhalte und hier an den Rand schiebe, dann ist sie hier in dem zweiten Ordner. Und wenn ich jetzt wieder hier zurückgehe, sieht man sie hier eben jetzt nicht mehr. Die zweite Möglichkeit, diese TV-App hier vom Homescreen verschwinden zu lassen, das ist, sie vom Homescreen zu löschen. Wir gehen jetzt hier mal auf das Ganze drauf, wir halten das gedrückt fest, dann App entfernen und dann vom Homescreen-Bildschirm entfernen. Dann wäre sie hier komplett weg. Das machen wir einmal. So, jetzt ist die App aber nicht komplett weg, ihr braucht keine Angst haben. Ihr scrollt einfach so weit nach hinten, bis ihr zur App Mediathek kommt. Und hier könnt ihr die jetzt entsprechend suchen und habt sie wieder. Und ja, könnt sie auch weiterhin verwenden. Ich hoffe, diese Anleitung war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaperig.